So, dann herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen Hotelstyle. Ich bin gerade auf dem Seminar und nutze die Zeit und wollte euch schon ein paar Dinge vorstellen. Und zwar einmal die Multitipper von der Firma Accesta. Eine für mich echt geniale Reiseroute. Gerade wenn es mal leichter auf Barsch gehen soll oder für mich vom großen Nutzen auf Forelle. Ich habe dieses Jahr noch ein Projekt vor mit dem Tom und da werde ich die auch mal an einem größeren Forellenbach testen, Forellenfluss. Gerade da könnte so auch die Länge ausspielen. Es ist halt 7,4 Fuß lang, sprich roundabout 2,20 Meter, 2,28, so um den Dreh. Ist, wie ihr seht, fünfteilig. Schön in einem Neoprenfutteral drin verpackt. Super edel gehalten. Im Gegensatz zu den Supertuned. Und ja, Griff ebenfalls schön dünn filigran. Wie ihr seht, auch mit der Applikation, Carbon-Optik bleiben für mich persönlich keine Wünsche übrig. So, ein bisschen zu den Randdaten. Sie hat halt ein Wurfgewicht von 0,4 bis 15 Gramm. Eine Light Fast Action, sprich sehr weich in der Spitze, aber eine relativ schnelle Rückstellgeschwindigkeit. Deswegen für mich eine super Option, nicht nur auf Forelle, sondern auch für Barsch, wenn es mal mit Softbaits losgehen soll. Was mir, muss ich euch direkt zeigen, wirklich gut gefällt, kenne ich von Reiserouten selten. Woher ich es kenne, ist aus dem Fliegenfischerbereich. Und zwar, ich versuche mal, dass er das reinbekommt. Es sind Markierungen vorhanden, dass man nicht immer einfach so richtig zielen muss, um zu treffen. Finde ich persönlich wirklich super, super gut. Klar, andere sagen, braucht man nicht unbedingt. Nee, braucht man nicht, wirklich nicht unbedingt, aber ich finde es trotzdem cool. Weil man einfach ganz gemütlich zusammenstecken kann, guckt, dass hier die Flucht übereinander ist und hat sie zusammen. Ja. Wie ihr seht, richtig schön, sauber verarbeitet, filigran. Ich finde keine Lacknasenanwicklung und die Wicklungen sind gerade. Gerade im JVDM-Bereich wird ja da wirklich auch richtig Wert drauf gelegt, dass die Wicklungen echt gerade sind. Ich versuche euch mal hier die Aktion ein bisschen zu zeigen. Moment, so, drehen wir es einfach mal um. Wie ihr seht, war relativ weiche Spitze, biegt sich dann hier, das ist jetzt schon der zweite Teil. So, aber man merkt, jetzt geht es schon richtig in den Rückgrat über. Wie die Black Stars auch für Rockfishing entwickelt, spielt sie gerade dadurch richtig Stärken aus, falls auch mal Zander einsteigen tun, ist ja beim Barschangeln gar nicht so ungewöhnlich. Und da habt ihr halt gar kein Problem, wenn sie richtig ins Backbone reingeht. Und das passiert halt relativ zügig schon so ab dem zweiten Teil ein Stück. Was man halt jetzt hier sagen muss, im Gegensatz zu den Ultratuned haben sie ein bisschen andere Zapfenverbindungen. Sind auch ein bisschen lackiert,
nicht wie bei den Black Stars wirklich unlackiert. Gefällt mir persönlich so besser, obwohl ich ja eigentlich das matte Schwarz von den Black Arts ultra, ultra geil finde. Aber wenn es halt mal an den Bach geht, dann geht es halt auch ein bisschen ruppiger zu. Man haut mal irgendwo an die Äste, an den Stein, an den Busch, an den Baum oder weiß Gott wo. Und da ist das halt doch schon besser, wenn wenigstens eine minimale Lackschicht drüber ist.